Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Total War Arena. Heute mit einem Live-Let's Play. An meiner Seite ist Cornelius Drack. Grüß dich! Ja, herzlich willkommen! Genauso auch der liebe Whisky. Hi, wie geht's? Hallo! Und denjenigen, den man nicht vorstellen muss, der liebe Günther Shadow, auch bekannt als Tante Günner. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und Salvete Spectatoris. Geh mal 4675, ist das okay, wenn ich 4 gehe? Gut, dann gehe ich mit 6 und reite sofort voraus. Ich bin bei 7, ja. Das ist doch mal eine schöne Sache. Wer ist dieser Günther Shadow? Ich kenne den auch nicht. Der treibt sich immer in den Schatten rum, ne? Deswegen auch der Name. Ja. Der will, dass ich auf den Watchtower gehe. Warum soll ich das machen? Das ist so eine typische Position. Also es gibt zwei Positionen. Da, wo jetzt der Buff steht und da, wo jetzt der Loni steht, ist normalerweise Artie's Spot, aber... Ja, ja. Wir müssen ja nicht machen, was Mainstream ist, ne? Genau, eben. Wir gehen da mal hier ein bisschen... Ja, gegen die Meta. Wir machen mal so ein bisschen gegen den Strom hier, ja. Ich stelle mich jetzt einfach mal mit zwei ein. Arminius. Oh, der war da, Arminius. Wir spammen hier so rum. Ach, das ist der Typ, der wahrscheinlich will, dass ich da hinten campe. Da wird auch immer noch wild rumgemalt. Wie ja, nicht gescheit. So, ich habe Arminius jetzt komplett entdeckt. Oh. Ah ja, super, ups. Warte mal. Ich oh shit, warte mal. Genau, schieß mal hier und schieß mal hier. Reite da einfach nur so ein bisschen auf und ab. Dann schießen wir mal hier. Dann habe ich ja mal Zeit, ein bisschen zuzugucken. Genau. Eilmarsch. Okay, wir haben hier einen Karthager vor uns. Da Kavallerie von uns drin. Nein, das ist Arminius. Der kann das bluffen. Der kann sich tarnen. Ach so. Ja, da musst du aufpassen. Wäre ich schon total rauf reingefallen. Oh, die Arti schießt jetzt auf mich? Oh, nee, die schießt auf Whisky. Die Arti wird nicht an dich rankommen von hier. Was? Oh, die schießt auf mich. Ich glaube, ich gehe mal weg da. Ich guck mal, was auf der rechten Flanke ist. Oh nein! Oder hab ich verfehlt? Das war knapp. Das hat wehgetan. Alter, ja. Ich treffe die Info von dem nicht. Was ist auch schwierig, da rollen die Geschosse nicht. Oh, das war aber jetzt gerade ein Volltreffer. Ich glaube, jetzt sind sie gleich in Reichweite für. Hast du einen Consumable dabei, oder? Warte mal, ich schieße jetzt nochmal. Der greift gerade mit 3 Einheiten an. Mal auf den Arminius. Nice. Das ist ein Hannibal, Vorsicht. Was? Ah, ist ein Hannibal? Das ist ein Hannibal mit Speeren? Oh mein Gott, der arme Teufel. Ja, das ist ein Hannibal. Der kann seine hat ja keine andere Wahl mit Tier 4, oder? Der kann seine ganzen Skills gar nicht verwenden. Doch, mit Tier 4 kann er sie alle benutzen noch. Jetzt habe ich mal lockendes Geld verwendet hier. Ich kann ja immerhin buffen. So, ich charge meinen Rücken rein, ja, von der Inf. Toll. Der eine Typ zieht sich da zurück. Faszinierend. Versuch mal, ob ich seine Art treffe. Unsere Männer werden angegriffen! Waffen gezogen! Speere! Lauf doch da nicht so blöd durch. Ja, ich kann mit meiner Art in sein Lager schießen. Das wurde sehr lustig hier. Ja, der verpisst euch wieder hier zurück. Nur auf die Bogies, die stehen da so. Weißt still. Du, ich will dir in den Rücken schießen und dann ist der Corny mit Kavallerie drin. Ja, sorry. Geh ja schon. Alles meine Kills. Warte mal, der hat mit der Kaff gar nicht die Arti von dem gecharged. Was ist denn hier gerade los, ey? Blankes Chaos. Hier werden diese drei Leute einfach zerfressen. Ich verstehe nicht, was hier los ist. Das ist total was. Also, ihr habt ja gesagt, gegen die Meta. Ja, das ist gegen die Meta. Ja. Genau mein Spielstil. Ah, ich werde von der Artillerie beschossen. Kaff kommt von hier drüben. Oh ja, das ist der Tod, Mann. Ist ein Arminius, Ja, Corny, hilf mir. Ich bin nicht schnell genug. Du bist in die falsche Richtung gerannt. Da kann dir keiner mehr helfen. Doch, Corny kommt. Ich kann vielleicht 2 Einheiten retten. Oh, war das ein böser Hit von der Arti. Die Artillerie scheint vorgerückt zu sein. Man sieht sie jetzt auch. Kannst du auf sie schießen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich schieß schon auf die Arti. Ah, sehr gut. Aber schon ein paar Hunde kommen da drüben, Leute. Hunde! Ich hab Angst. Ich hab das nur gemacht, um sie zu baiten, natürlich. Oh, die Kaff ist schön down hier. Ja. Ich bin nicht begeistert davon, dass die Hunde kommen. Ich hab meine Schützen nur so hingeschickt, um sie zu baiten. Dass du dann reinchargen kannst. Ja, das war alles geplant von dir, ich hab's gesehen. Ja. Ach, du von hinten kommen Hopliten, von hinten kommen Hopliten. Genau. Ich schick meine Haupteinheit zurück. Die Hunde rennen wieder los.
Was für ein Gemetzle. Das geht echt ab hier. Ich kann euch jetzt schon sagen, das ist Katapulte, der Mistkerl. Auf Tier 7 findet sowas nicht mehr statt. Nee. Wo sind jetzt diese Gegner? Oh, die Artillerie. Da sind sie. So, schnappt euch die Hunde. Schafft ihr das? Oh, das Kavallerie im Rücken, gerade. Kavallerie im Rücken. Oh, ich seh's gerade. Voll in die Stacks rein, oder? Die wollen die niederkämpfen, aber ich hab's bemerkt. So, die Hunde sind fast down hier drüben. Ich helfe jetzt hier drüben mit, weil da sind gerade Hopliten eingekesselt. Schieß mal ein bisschen die Infanterie aus dem Lager raus, wenn das für euch, wenn ihr damit d'accord geht. Na klar, mach das mal ruhig. Whisky, ja, bleib du mal lieber unten bei der Linie hier. Okay. Irgendjemand hat mich gerade gecharged, kann das sein? Nee, gecharged nicht. Ich hab die Kaff abgefangen. Ah, sehr nice, danke dafür. War aber nicht viel, also die. Oh, das ist ein Leoni, das ist doch kein Karthager. Das war eher eine Verzweiflungstat von denen. Vorne bist du ja safe, also muss ich eher hinten aufpassen. Oh, Conny, die Kaff leidet. Ja, das war ein Fehler gerade, ich merk's. Aber ist nicht schlimm, der wird jetzt umzingelt dafür. Ah gut, ich habe mir das Katapult. Ah gut, die Eier, die sind jetzt weg. Okay, sehr nice. Dann kann ich den manuellen Feuermodus ausmachen. Oh shit, ich hab das so dumm eingesetzt gerade mit dem Vidi. Das hätte ich besser machen müssen. Ich habe das mit allen Einheiten zugleich eingesetzt. Ne? So. Ach, du kannst bis dahin deren Basis reinschießen. Jo, deswegen bin ich ja so weit nach vorne gegangen. Du Heilige. Das ist eine Mörderreichweite. Wo muss das sein? Ne? Oh, das war ein ganz großer Fehler gerade. Oh shit, ich habe keine Vision mehr. Schade. Einmal durch da, oder, Corne? Was? Einmal durch da. Ja, ich habe das gar nicht machen wollen. Aber der hat einfach alle durchgeschickt. Ich habe eigentlich einen anderen Befehl gegeben. Wir haben hier gerade einen richtig krassen Phalanx-Kampf hier. Soll ich da mal hochkommen und die Hunde wegschießen, Corne? Ja, du kannst jetzt beschießen, die haben ja keine Hunde mehr. Ich scoute mal lieber ein bisschen im gegnerischen Lager. Bis ich da oben bin, ist da. Da schon gewonnen. Nicht ganz. Ist bei euch alles okay? Ist alles okay, ne? Ja, ja, ich lauf mal hoch. Hauptsache, wenn Alexander ist zurückgeblieben bis gerade eben noch. Nicht schlecht. Conny? Ja? Ich glaube, das ist ein Gegner, oder? Nein, das ist unserer. War das nicht der? Letzte Worte. Nein, der ist schon tot. Das hätte jetzt gepasst. Ich vertraue unserer Kavallerie, seitdem ich das jetzt weiß, nicht mehr. Wenn du die mit Linksklick anklickst, kannst du schauen, welchen Gen sie haben. Und nur wenn es Arminius ist, dann hast du die Sorge, dass es eventuell sein könnte. Aber du kannst normalerweise einen Angriffsbefehl drauf geben. Deswegen. Oh, ich höre Arti. Ne, es ist hier die Karte wieder. Also im Grunde. Oh ja, genau. Bleib mal noch mit den Einheiten ein bisschen da stehen. Im Grunde sieht's sehr gut cool aus. Ich glaube nicht, dass sie sich noch trauen. Ah, Mist. Guck mal wieder ein bisschen näher ran. Siehst du sie noch, Günner? Das wäre irgendwie ein komischer Push. Ich? Hier drüben. Warte. Moment, ich muss den Beacon gucken. Hier kommt noch eine Einheit. Ich würde den gerne niederkämpfen, wenn er nichts dagegen hat. Ja, ich schieße gerade auf den Speerkämpfer, der da vor uns langläuft. Also ich greife den an, den Hopliten, auf den du schießt. Ja, ja, warte, ich gut, knall, ich schieß dann jetzt auf den anderen. Ja, ich spotte für dich. Ich schieße jetzt auf die Hopliten, warte, die vor Corny weglaufen. Gehst, bitte. Ja, es dauert eh noch eine Weile, bis ich da bin. Du kannst auch auf die Bogenschützen schießen, das tut richtig weh. Das ist eine gute Sache. Da schieße ich jetzt auch drauf. Oh, fuck! Ja, pieken. Achtung. Ja, die hab ich zu spät gesehen. Kannst du mir nochmal irgendwie ein bisschen Vision geben? Ich bin ja noch dran, ich sehe sie noch. Ach Mann, ey. Der läuft so schnell weg. Ah, jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt kommen die Hopliten raus. Aber du hast hier trotzdem wieder eine Menge hier drüben. Oh ja, genau, da schieße ich mal hin. Oh ja. Die klumpen auch noch. Ja, das machen sie ganz schön gerne. Ist was? Ja geil, genau da. Oh fuck, jetzt kommen die Fernkämpfer wieder auf mich. Halt die Beine einen Moment auf.
Ey, da muss jetzt mal. Ich glaube, ich muss wieder manuell schießen. Dieses ganze Zielen mit der KI, das bringt doch nichts. Ja, mach mal schneller. Okay, der Entrop ist jetzt tot. Ich versuch mal, den Turm da oben einzunehmen. Vielleicht mir gerade auf, den hätte ich ja schon vorher nehmen können. Naja. Ich will Blut sehen. Boah. Oh nein, das war jetzt nicht so schwer. Kraft reitet jetzt in meinen Artillerie. Ja, sag mir, wann wir vorrücken wollen, so. Oder bleiben wir hier? Tatsächlich, glaube ich, noch gar nicht so akut. Ach, die Zeit spielt für uns gerade, ja? Ja, ja, klar. Wir haben ja mehr Punkte. Günner, ich glaube, das kann jetzt hier ganz gut helfen. Ja, aber unser Random Push gerade. Ja, lass den machen. Günner schießt weiter auf die Arti, auf die Inf, das tut weh. Vor allem, weil er jetzt das ganze Lager sehen kann. Ja, warte nochmal. Ich schieße gerade noch ein bisschen auf die Bogies. Diese letzten Hopliten einfach nicht, das ist so lächerlich. Also Whisky, eigentlich kannst du auch nach vorne kommen und ein bisschen schießen helfen. Ja. Weil das Einzige, was dir gefährlich werden kann, sind diese Bogenschützen hier. Wenn die halt beschäftigt sind oder ausgeschaltet, hast du kein Problem mehr. Du kannst ballern. Ja, ich werde mich eher das erste Mal auf die Bogenschütze fokussieren. Die sind halt ein Tier über mir. Also ich rück jetzt auch mit vor mit allem, was ich habe, ne? Günther, ist es okay? Ja, machen wir mal. Ich schieße da noch so ein bisschen in das Lager rein. Yeah, Hoplitenphalanx gegen Pikenphalanx. Was wird wohl gewinnen? Ich tippe mal auf die Piken. Ich auch. Die Bogenschützen. Die rasieren durch. Oh, das war ein Treffer, Günner. Danke. Mal die Piken weg, ja? Oh, wir werden. Oh, Moment. Gekämpft. Da ist ein Hoplit bei uns im Lager. Ich drehe mich um. Ja, du weißt aber nicht, ob der das hinkriegt, ne? Ja, der ist angeschlagen, ne? Lol. Vorbeigecharged, auch geil. Macht der jetzt irgendwas mit seinen Hopliten dort? Ja. Oh, Halleluja. Ich glaube so, bei Trial and Error hat unser gegnerisches Team das jetzt mittlerweile rausgekriegt, wohin ich schießen kann. könnt ihr mal diese... Ich darf meine Schützen an, was war der Scheiß denn jetzt? Ach, die Obliten da. Ja. Das ist ein Riesendurcheinander da oben. Ja, da kämpft jetzt einer frontal gegen die... Weiß nicht, soll ich da mal. Ich riskiere einmal bitte hier so einen Teambeschuss. Genau, der, nee, brauchst du nicht, haut gerade ab. Nee, der andere. Der mit den mit den Piken direkt mitten in der Base kämpft. Weil ich mal gerade so die Hälfte der Einheiten weggemäht hat. Das ist gerade lecker mit dem Schützen. Oh ja, das glaube ich. Langsam im Wald. Achtung! Unsere Männer werden. Ja, die Pikner, die schieße ich weg. Gut, dann, kommt der Artilleriebeschuss. Dann würde ich sagen, nee, ich hab aufgehört. Ja, da ist also gerade noch ein Ding reingeflogen. Sorry. So, die Piken sind weg. Das Lager gehört uns. Ja. Mir fehlt noch so eine Nahkampfoption bei den Schützen. So, ich komm jetzt mal runter und geh mal mit Punkte sammeln. Du kannst in Nahkampf gehen mit den Schützen. Whisky. Einfach alt drücken. Einfach alt drücken. Okay. Nicht mehr lange. Wir siegen. Wo sind die letzten 5 Männer? Die sind bei mir hier oben. Ach so. leider keine Cap-Punkte mehr bekommen. Schade. Das wär's ja mit Arti Cappen. Hab ich schon gesehen. Das klappt doch manchmal ganz bitter. Dodale. Aber auch ein langes Gefecht. Mein täglicher Sieg mit Cäsar. Yeah, ich habe 60 freie EP bekommen. Gratulation. Boah, ey. Ich verstehe nicht, warum ich so wenig bekommen habe. Ich habe immer noch Blackscreen.
Ich mag Hasdrubal nicht. Ich mag Hasdrubal nicht. What the fuck? 60 ja, EP? Ja, 4-4. Oh Mann. Über eine Einheit auch keine EP bekommen? Auch geil. Hatte ich auch noch nie. Bleiben wir bei Tier 4? Ich habe jetzt Tier 4. Also ich kann... Gut, dann switch ich jetzt auch hoch. Dann können wir ja Tier 5 spielen. Oh, cool. Gut. Jemand was dagegen, wenn ich einen noch halbwegs unerfahrenen Sulla mit Rorari spiele? Nö. Kann klappen. Warte mal, dann spiele ich aber was anderes, was ich erst gerade eben wollte. Warte mal, du spielst auch Peltasten mit... Nee, ich wechsle noch. Ach so. Weil okay. Wenn der Whisky mit Bogenschützen spielt, Stufe 4, und du mit Peltasten... Und dann ich noch mit Peltasten. Ich hab Schwerter. Dann wäre das so Matches, wie wir das letzte Mal gemacht haben. Dann hätte Murp einen echten Job. Ja, genau. So wie damals gegen die KI. Ja. Dann spiel ich jetzt Karthago. Wir haben ja dann auch so gegen menschliche Spieler gespielt. Das war sehr toll, wie die dann mit Cavalry kamen. Mhm. Wobei ich eigentlich das eher mit... Warte mal, ich sollte das eigentlich eher mit Hannibal machen. Ich habe zwar keine Art Port-Tasten, aber ich kann nicht geroutet werden durch Entschlossenheit. Und das macht schon einen gewissen Unterschied. Aber nicht vergessen, ne, die BDSM-Maske muss rein, wenn man die spielt. Damit man weiß, das wird ein Leidensweg. So. Dann mal ready. Wir nehmen immer noch Wetten an. Was kommt von der Map? Gute Frage. Zack, diesmal kommt Thermopylen. Rubicon. Ich kenne die Maps nicht. Sag einfach Marathon. Ich sag, Ich nehme dann Marathon, ja. Ich nehme Hadrians Wahl. Oh, gute Wahl, Murp. Das könnte tatsächlich auch sein. Ich habe so ein Gefühl, Thermopylen oder Hadrians Wahl wird das. Vorweg erstmal die Frage, haben wir irgendeinen Leonidas bei uns im Team? Weil dann ist eigentlich klar, was kommt. Ja, dann wird heute... LOL. Unfassbar. Unfassbar. Aber das stützt wieder meine These, die ich vorhin in den Raum gestellt habe, bevor du gekommen bist, Günner. Dieser Matchmaker liebt es, dem Spieler mehrfach dieselbe Mac hintereinander zu servieren. Ja. Nee, damit man sie dann später auch richtig kann. Ja. Warte mal, wir spielen hier auch mit Tier 6. Alter. Was? Das liegt daran, dass wir Tier 5 teilweise versehentlich haben. Ja, kein Wunder. Und dann ist Tier 4, 5 und 6 drin? Alter, ich gehe unter. Ja, weil das ist völlig normal. Das ist völlig normal, weil wir jetzt als Tier 5er Team gematcht werden. Wenn du eine einzige Einheit drin hast, die Tier 5 hat, dann bist du ein Tier 5er Team. Ah, okay, gut zu wissen. Aber gibt es nicht auch Matches, wo Tier 5 gegen Tier 4 antreten? Die gibt es, so, aber das sind wohin die... gehen wir dann? Ich gehe dahin. Dann gehe ich wieder schön scouten. Ich gehe hinter dich. Gunnar, ich würde vorschlagen, wir gehen beide erstmal in den Watchtower. Du hast auf dieser Map hast du richtig Probleme mit den Wurfspeeren. Das ist vollkommen korrekt, ja. Wir können beobachten, was jetzt dann da unten passiert. Guck mal, also wir gehen dahin, und dann gucken wir mal, ob da irgendwie Action ist, wo wir was machen können. Mensch, Merk, die gehen ganz schön auf dich ab gerade im Chat. Erobert das feindliche Echt? Lager. Ja. Ja. Hast du nicht mitgekriegt, ne? Schreib ist das der Merk von den Videos? Nein, das ist der Merp von der Kfz-Versicherung. Nein, Spaß. Das hätte ich jetzt fast geschrieben. Ach, Borny. Wie komme ich nicht in der geraden Linie davor? Uah, Schwein gehabt, ey. Wie komme ich in den Chat, Alter? Enter. Mit Enter. Das ist nett. Also der Tiberians, der hat gerade eben schon vor allem dich gegrüßt gehabt, Günner. Im vorherigen Match, der war auf der Gegnerseite. Ah, siehste. Oder hinten kommt, Grüße von der Arti. Kommt mächtige Kaff. Soll ich da mal so ein bisschen in die Richtung laufen? Ja, wir haben da einen Römer. Auf gar keinen Fall zur Kaff ist. Ich würde jetzt wirklich erstmal beobachten, was passiert. Tipp okay, von mir auf dieser Map hier. Am Anfang Füße stillhalten. Whisky, ich glaube, du solltest dich lieber hier raufstellen. Ja.
Wir haben nämlich gerade eben im Gefecht direkt davor gesehen, was passiert, wenn man zu früh eskaliert, ne? Also ja, der Gegner hat sich weggeworfen. Das ist eine richtig defensive Map, wo die Seite in der Regel verliert, die zu früh pusht und vor allem über die Mitte pushen ist tödlich. Ja, und das macht unser Freund hier drüben schon. Genau, lass den Gegner doch den Fehler machen. Ne? Bitte. Kannst du einfach jetzt runterschießen, da ist jetzt halt die Arti, aber... Da kannst du jetzt auf den hier gleich runterschießen, auf diesen komischen gepanzerten Legionär. Boah, fuck my life, das ist ja wirklich ein gepanzerter. Ja. Ich würde vor allen Dingen mal nach den Bogenschützen da gucken, die sind... Egal, ich war da drauf. Hitpoints Senior. Schießt ihm auf die Bogenschützen jetzt drauf. Der ist in der Testudo, der kriegt überhaupt keinen Damage, du musst auf die Bogis schießen. Wir haben auch gleich eine Möglichkeit, Günther. Wir könnten gleich unter Umständen durchwitschen, die gegnerische Arti rausnehmen und dann den Cap holen. Ja, das ist eine gute Idee. Willst du dann über die rechte Flanke? Da, wo ich gerade runtergucke. Da, wo ich gerade runtergucke. Ja. Also, da so zack, in diese Richtung und dann gehen wir dann da runter. Da kommt ja, Kaffee mal rein. Gesehen. Die können unser Lager pushen, ne? Nee, alles schlimm. Easy. Die machen nicht viel. Die laufen jetzt hier voll in die Falle rein. Wenn wir jetzt hier nicht gerade den Fail machen... Das ist nur Kavallerie. Das ist ja... The Prussian Prince ist das. Wie geil ist das wirklich denn, wirklich nice. Kennt ihr den? Denn, hat jemand den Namen gehackt? Corny, guck mal, dass der mit der... Oh, Kaffee die haben den Watchtower da hinten. Nee, ich kann nicht entdecken. Ja. Die haben den Watchtower hier oben. Der Spitzklicker hier. Mit dem habe ich auch lange nichts mehr gemacht. Der macht nicht viel mit der Kaff da drin. Lass ihn da rein rushen. Also wollen wir jetzt den... Muss jetzt mal gerade im Center ein bisschen aushelfen, Merp, ja? Ja, mach ruhig. Ich sehe jetzt auch gerade eben, dass es gar nicht so einfach wird, weil die haben nämlich jetzt... Ich komme auch zum Center. Die haben jetzt Kavallerie da unten. Ich gehe jetzt auch mal ins Center. Oh, kann ich jetzt mir die... Nee, kann ich nicht. Die Bogenschützen müssen weg, Cornelius. Ja, ich kann nichts machen. Ich werde andauernd zerschossen, da kommt immer der Prussian Prince. Ja, ich gehe jetzt auf diesen Prussian Prince und du gehst auf die Bogen. Jetzt hab ich's. Nice. Hab's so. Oh, ich hab Kontakt. Achtung, Arminius. Ich muss zurück mit meinen Männern, ich hab Kontakt. Wir sind Bogenschütze weggeballert worden. Oh, es ist ein intensives Match, ey. Ja, jetzt geht's hier aber richtig los, ey. Achtung, ich schick mir mal eine Kaff nur. Ja, ich schick beide und das reicht. Wobei, ich geh jetzt mal lieber die Fernkämpfer hier aufräumen. Ich versuchte die Speere wegzuschießen, Conny. Ja, Mann, die Bogenschützen, die leiden hart hier. Sauber, das ist gut, du machst genau das Richtige. Aber Achtung, der Prussian Prince ist noch da oben und da wird jetzt nochmal unsere Base gepusht. Hinter uns kommen Kriegshunde. Oh shit, Junge. Hinter uns, direkt hinter uns. Ich werde mal kurz einen Decap machen. Das ist wichtig, ja. Also wir haben jetzt gerade ein paar Kavalleristen hier, die ein bisschen aberwitzig waren, gekillt. Jetzt kommen Hunde. Shit. Ja, nice. Das läuft ja richtig gut hier. Geh weg von den... Wie die Hunde weggekommen. Mach die Bogies, werden. Mach nur die Bogies, Corny. Ja, mach ich gerade. Macht sie nieder! Lasst sie bluten! Hang! Jetzt kommen auch die Hundeführer. Ich mach gleich wieder Decap, ja? Letzte mir bitte eine Kaffeinheit da so ein bisschen lassen. Ja, ich bleib da. Keine Sorge. So, die Bogies sind gleich weg. So, ich mache jetzt die Cap. Eine Kaff brauche ich hier oben, sonst macht mich der Prussian Prince gleich weg. Ich bin da. Der Prussian Prince ist schon weg. Oh, ist er weg? Oh, er ist weg. Whisky, wir ziehen uns auch Richtung Base zurück, ne? Ja. Helft dir mal ein bisschen. Ah, ich mache gegen die gepanzerten Legionäre nicht viel. Da oben kommt Kavallerie. Kavallerie, ich sehe es, ja. Soll ich mal mit dir mitgehen? Ich gehe mal hoch und gucken, ob die da sind noch. Einer muss da jetzt gleich ein bisschen was von seinen Einheiten opfern, weil ich mach tatsächlich keinen Damage gegen den. Ja, da kommt der Luftballon schon rein. Okay, dann höre ich da jetzt auch reinzuschießen. Okay, da ist keiner mehr. Dann zieh ich mich mal lieber zurück. Da kommt Plänkler gerade hier drüben. I see, ich schieße auf den nach Möglichkeit. Ah, der haut ab. Es kommt der Kriegshund schon wieder. Oh ne, ich kann nicht rein. Oh fuck. Da brauchen wir Bogenschütze für. Die Hunde kommen wieder zurück. Ja, die Hunde kommen. So, ich schieße jetzt die Inf weg. Vorsicht da. Achtung, Fernkämpfer. Boah, ich die reite Legionäre um. Leiten.
Ja, die haben keine, die werden so zerflext von den Feldhasten. Oh nee, warum chargt der das denn? Oh Gott im Himmel. Keine Ahnung. So, ich bin jetzt runter und ich schieße jetzt nochmal auf die Plänkler. Ja, so, ich hab den einen geroutet. Ich komm von der anderen Seite gerade durch, ja. Ich mach gerade nur die Einführung hier weg und dann schaffe ich mir die. Bleib den in deine Arme gleich. Ah ne, ich komme an der Inf da nicht vorbei, das nicht ist ärgerlich. Nicht schlimm. Ich bin jetzt schon da. Oh, Alter. Einmal die hauen rein, ne? Damage gesoakt hier. Ich helfe jetzt gegen die Kriegshunde. Die Kriegshunde zerstören gerade eben unseren Tier 6er, das ist nicht gut. Ja, ich baller da einfach mal rein, scheiß auf Kollateral. Ich ziehe mit euch. Ja, ja, ah, der kommt aber, entkommt aber. Ich versuche jetzt die Kriegshunde zu flanken. Ja, stark. Sehr gut, die wurden geflankt. So, die sind gleich weg hier. Soll ich meine Ächtung eigentlich? Ächtung kann ich doch immer anlassen mit dem Sula-Schnuller hier, oder? Ja, die lässt du immer an mit Wurfspeeren, nur nicht, ja? Wenn du Infanterie spielst. Genau, ne? Ja. Jetzt sollten wir da mal pushen, oder? Na, warte mal. Erstmal räumen wir die einzelnen Einheiten hier auf, die hier drüben sind. Die Arti zum Beispiel ist eine ganz große Gefahr, für mich zumindest. Ich komme jetzt noch mit den... Bleib da noch im Nahkampf drin. Ich komme da noch mit den Plänklern mit dazu und mach da noch ein bisschen... Ja, weil unser Tier 6er, der läuft schon nach vorne. Oh, aua, da ballert die Arti rein. Ne? Ja, eben. Lass einfach sein. Der ist gleich weg. Bleib da mal weg. Da ist jetzt alles geflohen. Ich habe noch zweimal Keltrops dabei. Die hätte ich, glaube ich, gar nicht gebraucht. Ah! Ballern auf mich! So, ich werde mir jetzt mal schnell die Arti vornehmen. Wir werden durchhalten und das scoute die mal. Ich habe die vorhin schon einmal gesehen. Der Kriegshund ist erledigt. Dann hat er noch eine Kaff und die Arti. Drei Kaff haben sie noch. Ja, warte, ich komme mal, Merp, ich komme mal wieder zurück zu dir. Mhm. Beziehungsweise ich komme gerade zu dir. Jo. Boah, das war ungewöhnlich, aber man sieht mal wieder, ne, wer durch die Mitte pusht, hat ein echtes Problem. Ah, da kommt die Kaff, kommt zu unserer Base, Leute, ne? Ja, das ist bei unserer Base. Ja, dann macht ganz, kümmert ihr euch drum, wir sind hier in Überzahl mit Luftballon. Ja. Wir werden einfach packen. Okay. Warte mal, wir haben den Hopliten. Der Hopliten wird es verteidigen, der kriegt es auch hin, das ist ein 6er Hoplit, da hat die Kaff keine Chance. Wir können vorrücken. Das ist richtig. Das feindliche Lager uns. So, ich hab die Arti schon. Genau, das ist der Tiberians. Der Tiberians hat's begriffen. Der hat's auch gerade geschrieben, übrigens. Ja. Ein sehr cooler Dude. Genau. Ja, nice, das läuft hier. Die gegnerische Arti existiert aber noch. Ich weiß jetzt nicht, ob die ja, so trauen, so die cappen. Ja, die ist hier, genau. Der hat keine Chance, der müsste sich komplett neu aufstellen. Wir kommen jetzt erstmal mit der Inf raus. Ja, das sollten wir vielleicht abfangen. Ja, werde ich tun, keine Sorge. Macht der Preto dort vorne schon, der schafft sich die. Ja, wobei, wenn ich da jetzt einmal reinschieße, dann ist der Drops da eh gelutscht. Ja, ich werde die auch flankieren. Und dann rauten wir die einfach weg. Genau. Oh, befestigen, das ist ein Sola. Und Tschüssikowski. Ihr seid die Besten der Besten. So einfach kann es gehen. So, hier drüben kommen sie jetzt. Mhm. Ja. Ja, er wird nochmal decappen. Aber ist okay. Ich schnapp mir jetzt die Arti. Bleib mal ruhig dann noch in der Nähe. Ich glaube nicht mehr, dass er das noch schafft. Wenn ich jetzt noch dazu komme, ist das, glaube ich, schnell vorbei. Ich laufe auch nochmal schnell rein. Nee, das schafft er nicht. Der hätte mit der Arti schießen müssen. Ganz knapp. Ich konnte mir der letzte Salve gar nicht mehr abfeuern, Alter. Der hätte mit der Arti schießen müssen. Nur so hätte er eine Chance gehabt. Ey, das war ein echt krasses Match. Das war ein richtig cooles Match. Das stimmt, ja. Wo einfach mal, man strickt ein paar Pläne und stellt dann so mittendrin fest, nee, das können wir nicht machen.
Das ist eigentlich relativ dumm. Haben halt die High-Tier-Bogenschützen gefehlt, ne? Das merkst du dann einfach in so einem Match. Ja, tut mir leid. Nee, das ist, nee, kannst du ja nichts für, ne? Das ist halt einfach vom Matchmaking her problematisch. Alles wieder meine Schuld. Ach, Whisky, du hast einen guten Job gemacht dafür. Also ich möchte aber auch betonen, ne, dass wir teilweise Tier 4 gegen Tier 6er waren, ne? Hat man das ist nicht wirklich gespürt. Hat man nicht wirklich gespürt. Ja, ja, ja. Ja, aber nur, weil ich so krass bin. Ja, wenn wir das schon so machen mit Tier 4, dann kann ich auch nochmal einen Tier 4er spielen. Aber wir müssen, glaube ich, die Folge beenden. Wir sind bei einer halben Stunde. Ja. Oh, welchen Tier 4er werde ich spielen? Oh, erratet das mal. Der Cliffhanger jetzt. Genau, schreibt es in die Kommentare. Pax Vobiscum, bitte. Darf ich nochmal Pax Vobiscum Valete sagen? So, jetzt bin ich raus wie ein Blinddarm. Ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal. Du heilige Scheiß, ciao.